München ist einer der beliebtesten Wohnstandorte in ganz Deutschland. Damit das so bleibt, setzt sich die Stadt dafür ein, dass auch Menschen, die wenig verdienen oder Familien mit Kindern, bezahlbaren und passenden Wohnraum finden. Auch die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung, kurz MGS, setzt sich für die Verbesserung von Wohnen und Wohnumfeld ein. Wie unterschiedlich in München gewohnt werden kann, zeigt die Landeshauptstadt München in einer ansprechenden Ausstellung in der Rathausgalerie noch bis zum 1. März. Zwei neue Wohngebäude der MGS sind mit dabei. Ein Wohn- und Geschäftshaus an der lärmbelasteten Landsberger Straße und ein Clearinghouse zur Entwicklung von Wohnperspektiven für Wohnungslose an der Orleansstraße. Beide MGS-Projekte wurden im Rahmen der Stadtteilsanierung umgesetzt. Beispiele für gelungenen Lärmschutz an Gebäuden und Lärmschutz durch Schließen einer Baulücke. Auch in zwei neuen Sanierungsgebieten setzen sich Stadt und MGS für die Wohnqualität ein. Das Handlungsfeld Wohnen und Wohnumfeld in den neuen Sanierungsgebieten ist von erheblicher Bedeutung. Wenn Sie bedenken, dass ca. 43.000 Einwohner im Umgriff beider Sanierungsgebiete liegen, also sich befinden und ca. 22.000 Wohneinheiten dort vorhanden sind, dann ist es schon eine Menge. Und die Gebiete wurden ja ausgewählt, weil eben der mittlere Ring doch also eine Verkehrsachse ist, die sich ja durch diese Gebiete schneidet und die erhebliche Umweltbelastungen gerade in den Randbereichen, wo das Wohnen unmittelbar angrenzt, mit sich bringt. Da aber die Bebauungsstruktur ja teilweise aus den 30er Jahren, 1930 errichtet wurde, ist in keinster Weise natürlich eine Reaktion auf diese stark verlärmte und befahrene Verkehrsachse vorzufinden, sondern wir haben offene Zeilen zum Ring. Über die vielen Angebote der Landeshauptstadt München konnten sich die Besucher des Beratungstages informieren. Für Fragen vom Lärmschutzprogramm über Mieter helfen Mietern bis zur sozialen Stadt standen viele Einrichtungen Rede und Antwort. Soziale Stadt, das ist sozusagen ein verkürzter Begriff. Er steht für ein Städtebauförderungsprogramm von Bund und Land. Und dieses Programm wurde 1999 aufgelegt erstmalig und es dient dazu, eben Stadt- und Ortsteile mit besonderem Entwicklungsbedarf entsprechend durch öffentliche Finanzmittel zu fördern. Und wir setzen das Programm jetzt ein in den neuen Gebieten am Mittleren Ring Südost, die neuen Gebiete Tegernseer Landstraße Obergiesing eben und ein weiteres Gebiet Innsbrucker Ring westlich. Dabei ist der städtische Sanierungsträger MGS beauftragt, die Stadterneuerung auch in der sozialen Stadt umzusetzen. Die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung betreut als Treuhänder der Landeshauptstadt München die unterschiedlichsten Querschnittsaufgaben in der sozialen Stadt im Bereich des Wohnen, Wohnumfelds, des Grüns und des öffentlichen Raums, Verkehr und Lärm, lokale Ökonomie und soziale Infrastruktur und Leben im Stadtteil. Vor allen Dingen aber auch die Beteiligung der Bürger an diesem sozialen Stadtprozess. Die Münchner können das Quartiersmanagement der sozialen Stadt in den Stadtteilläden an der Tegernseer Landstraße 113 und am Karl-Preis-Platz 4 besuchen. Infos gibt es auch im Internet unter www.mgs-münchen.de.